flinker Hand am Joystick und voller Aufmerksamkeit steuert Andy das Planierschild an seinem Fendt 714 Vario. Um das Profil der Schotterstraße optimal zu formen, sind viel Gefühl und Erfahrung gefragt. Zuvor haben seine Kollegen Matthias und Christoph die Oberfläche mit schweren Steinbrechern bearbeitet. Zusammen arbeiten sie für die Firma Lena Hackgut, ein renommiertes Lohnunternehmen aus Tirol. Einen Tag lang begleiten wir das Team mit der Kamera, um uns dieses interessante Verfahren der Wegsanierung genauer anzuschauen. Wir sind unterwegs in der Gemeinde Seefeld, etwa 25 Kilometer nordwestlich der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Am 1495 Meter hohen Gschwandkopf begleiten wir die Firma Lena Hackgut bei der Sanierung einer 3 Kilometer langen Schotterstraße. Der Lohnunternehmer ist mit 3 Fahrzeugen vor Ort, einem Fendt 1050 und einem Fendt 936 Vario. Jeweils mit Steinbrecher und einem 714er Fendt mit Anbaugräder und Plattenverdichter. Firmenchef Martin Lehner erklärt uns die einzelnen Schritte des Verfahrens. Also wir brechen jetzt hier mit 2 Brechern. Wir brechen es einmal grob vor. Danach hinten kommt der 10er Fendt mit der feinen Fräse. Der macht dann einmal eine feinere Struktur, weil das speziell im Kalkgelände sehr wichtig ist, dass man es fein hat, dass das Material wieder in sich anbindet. Wenn das noch gebrochen ist, das wird mehrmals gebrochen auf die ganze Breite. Nachher kommt der Traktor mit den Anbaugräder, bringt den Weg in Form und zuletzt wird er einfach verdichtet noch mit der Rittelplatte. Die ist verschiebbar, also man kann ganz rein in den Bergraum und ganz außen auch in die Wegränder. Die Brecher können bis zu 30 cm tief arbeiten, was in unserem Fall aber nicht notwendig ist. Hier wird der Weg auf einer Tiefe von etwa 20 cm aufgefräst, das Gestein zerkleinert und durchgemischt. Direkt vor Ort entsteht feinstes Straßenbaumaterial, das andernfalls zugekauft und kostspielig transportiert werden müsste. Allein diese Tatsache macht das Verfahren wirtschaftlich interessant. Das Material herführen ist eigentlich immer, wenn man zum Weg schittert. LKW vor nimmt man jetzt her mit 10 Kubik. Nachher kommt man rechnerisch auf 15 Meter, was man mit einem LKW vorkommt, praktisch nicht. Braucht man jetzt nicht lange umrechnen, wie viel Fuhr man da braucht an Material, was wir hertransportieren. Wir sollten zuerst schon kaufen gehen, nachher transportieren, was wir da in kürzester Zeit an Ort und Stelle herstellen. Je nach Ausgangsmaterial wird das Gestein unterschiedlich fein gebrochen, wie hier im Kalk auf etwa 30 mm. Nur so bindet das Material gut ab, und der Weg erreicht am Ende die angestrebte Festigkeit. Um die gewünschte Körnung zu erreichen, arbeitet Lena hier in 2 Schritten. Matthias fährt mit dem Fendt 936 und der Fräse von AVI voraus und bricht die Steine grob vor. Der Rotor ist mit Hartmetallwerkzeugen bestückt, die einfach getauscht werden können, wenn sie verschlissen sind. Der PTH-Crusher liefert eine feinere Körnung. Der Zerkleinerungsgrad lässt sich im Bereich von 10 bis 70 mm hydraulisch verstellen. Der massive Brecher hat ein Eigengewicht von 6 Tonnen und verlangt dem Trägerfahrzeug einiges ab. Vorgespannt ist hier ein Fendt 1050 Vario, der erst seit letztem Herbst im Dienst ist. Bisher war der 936er das stärkste Dieselross im Stall. Um nach mehr als 11.000 hart verdienten Betriebsstunden die Einsatzsicherheit zu gewährleisten, hat der Lohnunternehmer einen weiteren Großtraktor angeschafft. Für den 1050er hat sich die Firma Lena aus einem ganz bestimmten Grund entschieden. Weil einfach der Hubraum durch nichts zu ersetzen ist. Und deswegen ist die Entscheidung auf einen 1050er gefallen. Der Vorteil ist klar da im Niedrigdrehzahlkonzept, weil alles, was sie weniger Draht ist, weniger Verschleiß und weniger Treibstoff. Und das hat sich bewährt. Die Maschine ist zwar von der Dimension her relativ groß, aber wir sind ja stetig auf dem Weg, wo wir da arbeiten damit. Und der muss ja auch die Breite haben. Also von dem her hat sich gut bewährt. Leistung ist enorm, Reserven sind auch noch da.
Und im Verbrauch hat sie es auch sehr positiv bewährt, die Maschine. Mit einer Motorleistung von 517 PS macht der Fendt 1050 Vario am Steinbrecher eine gute Figur. Dank seines gewaltigen Hubraums von 12,4 Litern entfaltet der Motor sein volles Drehmoment bereits ab 1100 Umdrehungen. Perfekt für schwere Zapfwellenarbeiten. Genau dafür hat Lena den Traktor auch angeschafft. Eine gute Auslastung ist mit mehr als 1000 Einsatzstunden pro Jahr sichergestellt. Später soll der 1050er auch zum Forstmulchen verwendet werden. Um den Unterboden bei Einsätzen im Gelände zu schützen, wurde in der eigenen Schlosserei eine massive Metallplatte nachgerüstet. Dass der große Fendt die Erwartungen erfüllt, bestätigt auch Fahrer Christoph. Letztes Jahr im Oktober haben wir die erste Baustelle gefräst mit dem Traktor. Und wir wohnen eigentlich alle von Anfang an begeistert, weil mit der niedrigen Drehzahl bist du ja richtig spritsporend auf dem Weg. Und ja, der Vorkomfort ist einfach gewaltig. Im Gegensatz zum 900er. Der 900er war auch schon ein guter Traktor. Ich sage einmal, der hat seinen Dienst gemacht und da ist sicher etwas Gutes nachgekommen. Christoph ist stolz, dass er den großen Traktor fahren darf. Vermutlich der stärkste seiner Art in ganz Tirol. Sein Arbeitsgerät behandelt er, als wäre es sein eigenes. Ja, also bis jetzt bin ich gefahren. Ich schaue, dass das sauber bleibt und ja, ich glaube, das passt. Ja. Das wissen auch die anderen, dass das so bleiben soll und das klappt mir nicht. Ja. Ein kleines Detail am Rande. Das Topmodell von Fendt trägt bei Lena den treffenden Spitznamen Hogmore. Das ist der Sieger beim Ranging, eine spezielle Art des Ringens im Zillertal. Mit der Wegsanierung beschäftigt man sich bei Lena seit etwa 15 Jahren. Mit einem jährlichen Auftragsvolumen von 50 bis 80 Kilometern hat sich diese Dienstleistung zu einem wichtigen Standbein im Unternehmen entwickelt. Das Hauptaugenmerk liegt aber nach wie vor auf der Erzeugung und dem Handel mit Hackgut. Mit 5 Großhackern und einer schlagkräftigen Logistikkette werden Kunden in Nord-, Ost- und Südtirol sowie im angrenzenden Bayern und Vorarlberg bedient. Private Abnehmer genauso wie große Heizwerke und Industriebetriebe. Weitere Dienstleistungen sind Flächenrodungen und Rekultivierungen, Baumfällungen, Forstmulchen sowie landwirtschaftliche Dienstleistungen und der Winterdienst. Firmensitz der Lena Hackgut GmbH ist in Wehr, unweit von Schwarz im Tiroler Unterland. Von hier aus werden die Einsätze disponiert, alle Maschinen gewartet und ein Teil der Biomasse zwischengelagert. Pflanzliche Abfälle aus den umliegenden Gemeinden, aber auch von den eigenen Aufträgen, werden in der eigenen Kompostieranlage zu hochwertigen Erden veredelt. Aktuell zählen rund 30 Mitarbeiter zum Team. Lena ist aber ständig auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern, die sich in einem modernen Lohnbetrieb verwirklichen möchten. Alle Infos zu offenen Stellen und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Unternehmens. Zurück zur Wegsanierung nach Seefeld, wo wir jetzt noch Andi bei der Fertigstellung der Straße über die Schulter schauen. Der Fendt 714 Vario arbeitet mit einem Planierschild und einer Rüttelplatte vom deutschen Baumaschinenhersteller Steher. Die Kombination ist erst seit letztem Jahr im Einsatz und ersetzt einen Selbstfahrgräder und eine Straßenwalze. Lena konnte damit nicht nur eine Maschine, sondern auch einen Fahrer einsparen. Ein entscheidender Vorteil ist aber auch die einfache und schnelle Überstellung auf der Straße. Mit dem Anbaugräder im Heck verteilt Andi das zerkleinerte Material und stellt das gewünschte Fahrbahnprofil her. Das Planierschild wird direkt an die Dreipunkthydraulik des Traktors gekoppelt. Um bei der Arbeit eine exakte Führung zu gewährleisten, stützt sich das Gerät auf 2 Rädern ab. Über einen Joystick lässt sich das Schild hydraulisch in alle Richtungen verstellen. Hier sind höchste Konzentration, viel Gefühl und vor allem Erfahrung gefragt. Ja, da gehört eigentlich viel Übung dazu. Ja. Ja, man kommt eigentlich so früher oder später auf alles drauf, wie es leicht oder nicht so gut geht. Aber eben, wie gesagt, ein paar Mal musst du schon probieren. Wie sollst du so ein Gefühl hast, die ganzen Funktionen von Geräten. Und das sind noch recht relativ schnelle Manöver. Du sollst schon wissen, was du tust. Ja. Also, wir fahren da allein nach Blasenaug. Wir haben da kein GPS oder sowas. Je nach, es ist eigentlich alles ein bisschen Gefühlssache. Ja. Zum Beachten ist einmal, dass ich, sagen wir,
nicht wieder große Stange rausreißen oder was, oder irgendwo auf die Seiten die Böschung reinfahre. Und natürlich, das gute Material sollte nicht verschwendet werden, sondern auf dem Weg bleiben. Da muss man schon gut aufpassen, dass man nicht alles unter dem Weg liegen hat oder im Berg kommt. Je nach Profil, wie es gewünscht ist, je nachdem, weil mehr Bombierung, die einen weniger, die einen überhaupt nichts. Und so sollte man halt alle Wünsche gerecht werden. Das Stehersystem kommt auch für Pflegemaßnahmen zum Einsatz. Mit den Zähnen an der Rückseite lässt sich die Oberfläche bei Bedarf auf bis zu 10 cm tief aufreißen. Wenn genug feines Material vorhanden ist, dann kann auf den Einsatz des Brechers verzichtet werden. Nachdem Andi das Material verteilt hat, verdichtet er die Oberfläche mit der Rüttelplatte. Die schwingenden Elemente können sich einzeln dem Untergrund anpassen und leiten ihre Energie senkrecht nach unten in den Boden. Deshalb arbeitet diese unscheinbare Technik effizienter als deutlich schwerere Straßenwalzen. Mit weniger Überfahrten wird eine höhere Verdichtung erzielt und weniger Energie verbraucht. Das Gerät lässt sich seitlich verschieben, damit die Fahrbahn bis an den äußersten Rand verdichtet werden kann, ohne dass der Traktor am gefährlichen Abgrund fahren muss. Nach dem Rütteln ist der Weg in der Regel sofort wieder befahrbar. Hier spielt aber die richtige Feuchtigkeit des Materials eine entscheidende Rolle. Wir haben jetzt sehen bei dem Weg, was wir da heute machen. Gestern hat es 16 Liter geregnet da. Das ist eigentlich die optimale Ausgangssituation, weil wir da wieder sofort einen bombenfesten Weg herbringen und da kann man eigentlich sofort danach befahren. Ist aber nicht immer der Fall, dass man sofort danach befahren kann. Also normalerweise ist ein Weg fertig, wenn wir fertig gerittelt haben. Wenn es einmal natürlich anregt und dann muss es einmal natürlich austrocknen. Und dann ist der Weg eigentlich fertig. Die Dienstleistung wird nach Laufmetern abgerechnet. Dazu wird die Baustelle vorab besichtigt und ein Fixpreis errechnet, der sich nach den örtlichen Gegebenheiten richtet. Der Kunde weiß also schon vorher, was die Sanierung kosten wird. Mächtige Maschinen, tolle Menschen mit viel Know-how und eine eindrucksvolle Kulisse. Mit diesen Bildern geht für uns ein spannender Drehtag in Tirol zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und schreibt uns gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Über die Lena Hackgut GmbH werden wir schon bald mit weiteren Kurzfilmen berichten. Das ganze Jahr lang haben wir das Team bei verschiedenen Einsätzen mit der Kamera begleitet. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal.